Ja, habe ich meinem Team auch gerade gesagt, dass es nicht schlecht war. Wir hatten auch unsere Chancen, hatten viele Spieler mit schweren Beinen, haben auch ein bisschen durchgewechselt und dafür, dass wir gegen Regionalligisten gespielt haben, hatten wir auch, denke ich mal, ein paar Chancen auch gehabt, die wir auch hätten machen können und von daher war das eine gute Leistung. Vorbereitung ist, wie gesagt, also schwer einzuschätzen, gerade Testspiele. Wir haben heute kassieren wir 2 Tore, die unglücklich fallen, haben nach hinten hin alles super gemacht. Vor 2 Tagen gewinnen wir gegen Wilmersdorf 4-3, kassieren 3 Tore, die du, wo du Geschenke verteilst. Und besser, du verteilst jetzt Geschenke als später. Und Vorbereitung ist immer halt so, du kannst, ich hatte mal eine Vorbereitung, da haben wir gegen Hertha Zehlendorf, einen Oberligisten, in der Generalprobe 8-3 geschlagen. Haben aber dann am ersten Spieltag der Rückrunde 3-2 gegen Hillersdorf verloren in der Landesliga. Von daher sind diese Testspiele nicht für den Arsch, aber sie sind dafür da, um gewisse Sachen einzuspielen und dass sich jeder bewegt, sich Selbstvertrauen holt, aber du musst am ersten Spieltag dann voll da sein. Ja, und er hat gegen Wilmersdorf hat er vorne gespielt, um zu gucken, ob er vorne spielen kann. Dass er hinten spielen kann, weiß ich ja. Auf der rechten Seite haben wir Yannick Masterletz, der heute nicht da war. Da hast du aber noch einen Kubalitsch Banski. Also da haben wir mehrere Spieler, die Position spielen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mit Max Konrad einen Spieler dazu bekommen haben, der die Innenverteidigerposition spielen kann, weil wir die komplette Hinrunde mit Larry Njok als gelernten Stürmer in der Innenverteidigung spielen mussten und da ganz wenig Optionen hatten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.